ich hoffe, ihr seid bereit für eine weitere Folge von Super Mario Bros. Wonder. Ich bin es auf jeden Fall, denn wir werden heute nämlich mit dem Level hier weitermachen und es von dieser hässlichen Pflanze befreien. Weg mit dir. Und Meereshöhle der Stipitzkes. Keine Ahnung, aber ja, ne? Anscheinend wieder ein Unterwasserlevel. Dann wollen wir mal. Ah. Was seid ihr denn? Kann man auf die springen? Ah, Tatsache. Oh, wie cool, man kann mit denen besser schwimmen. Warte mal, wie kommt man eigentlich da hinten hin? Okay, da kommt man nur mit einer Röhre hin. Habe ich mich gerade aller Ernstes selber mit dieser Shell getötet? Und das direkt am Part-Anfang? Das vergessen wir mal ganz schnell wieder. Oh Mann, es wird ja immer kurioser hier. Okay. Na dann, gehen wir halt weiter. Ist gut. Ah, das sind dann diese Stibikes oder wie auch immer die heißen. Hey. Sehr interessant. Mal gucken, wie wir hier. Wow! Alter! Warum zu schreien? Okay, das ist echt sehr riskant hier. Wie komme ich denn hier rein? Ja, auch wieder so ein Ding, wo man den Elefanten. Ah, nee, doch nicht. Man kann hier oben einfach die Dinger, die kennen wir ja aus den anderen Teilen. Oh ja, doch, man braucht den. Obwohl, nee, warte, doch nicht. Man braucht den nicht zwingend. Man kann auch einfach hier die Shell nehmen. Dann einfach das Ding aufmachen. Aber hier ist nur eine popelige Liedermünze drin. Meerwasser. Salzig. Sehr salzig. Wie schmeckt denn nicht Meerwasser? So, ja, wie wieder die Igloos, die sind auch wieder mit am Start. Sehr nice. Feierlich. Die werden uns dann auch wieder behindern, anscheinend. Warte mal, wir brauchen hier wieder Hilfe von einer Shell. Oh shit! Oh nein. Ach nee, jetzt bleibt ihr ja die ganze Zeit da oben. Sami ist verkackt. Ich hoffe, dort mal nichts Wichtiges. Verdammt. Da war das safe eine lila Münze, eine große. Na, haben wir keinen. Oh, man merkt, man braucht hier anscheinend wirklich den Elefanten, weil sonst kann man hier echt nichts erreichen. Dass ich da jetzt nicht auf dem Chip-Chip getroffen wurde, ist echt ein Wunder. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Scheint es was zu geben. Ja, eine Wunderblume. Und da ist die rote Röhre. Habt ihr gesehen am Anfang? Die brauchen wir. Das Wasser ist jetzt nach oben. Ist jetzt oben anstatt unten. Wie geil ist das denn? Die ganzen Chip-Chips sind jetzt auch auf dem Boden. Das ist ja cool. Ah, und die machen auch die ganzen Dinger kaputt hier. So. Hey, mach mal das Ding hier kaputt. Oh, oh nee, ich hätte den anderen killen müssen. Achso, nee, ist schon kaputt. Achso, aber wir haben sogar die erste verpasst, die erste Münze. Ach du Kacke. Die zweite sogar auch noch. Na geil. Wir dürfen das Level schön nochmal spielen. Oh, naja. Gehört auch mal was zu.
Oh, klar, dass es passiert. Aber trotzdem vorsichtig sein. Ich weiß, dass ja alles passieren kann. Ah, und hier oben ist der Wundersamen. Wow! Du bist ja klatschnass? Ja. Das ganze Wasser auch nach oben gestiegen ist. Scheint nichts zu sein. Okay. Dann muss ich mich wohl auf die Suche nach den zwei Münzen begeben. Okidoki. Hab verstanden. Ich frage mich gerade, ob ich das euch hier reinstellen soll oder. Weil ich kann mir nämlich vorstellen, dass da bei der roten Röhre. Na, sag schon. Die hat ja wahrscheinlich, also höchstwahrscheinlich zum Anfang geführt. Also ich gehe mal davon aus. Und ich schau nochmal. Uff, da habe ich ja richtig Angst bekommen. Von Vögeln halte ich mich feinst fern. Jetzt möchte ich wirklich eine Pause brauchen. Wie wäre es mit einem Einkaufsbummel? Ich habe gehört, dass der Laden hier mal ein hilfreiches Ausrufezeichen Block-Item, was Block-Abzeichen verkauft. Denk immer daran, wenn du ein neues Abzeichen verwenden willst, drücke einfach R und ich helfe dir. Okay. Wir gehen aber trotzdem nochmal hier rein. Und ich denke, ich werde das, glaube ich, nicht schneiden, weil ich denke mal, ja, ist, glaube ich, alles auf dem Weg. Ich brauche das ja nicht immer zu schneiden. War schon einfach durch und gut ist. Wir wissen ja jetzt, was auf uns zukommt, also. Warte mal, hier oben ist etwas. Ah, verdammt, so. Ah, ich dachte, die könnten dir helfen. Warte mal. Achso, die kommen ja wieder. Warte mal, ich habe eine Idee. Oh mein Gott, ist das. Gerade Gericht gewesen. Habt ihr es gesehen? Hier oben ist so ein publikes Wonder. Willst du dich verarschen? Und dafür bin ich jetzt hier hoch. Na geil. Hier unten war ja nichts, ne? Ne, nicht wirklich. War ich nicht hier was? Ach stimmt, ich habe das ja hier mit der Shell verkackt, ne? Ja. Ich gehe direkt mal hier hin und dann. Ja, genau. Jetzt ist doch die Röhre offen. Was hab ich doch nicht zum Anfang? Okay. Was ist denn jetzt hier? Achso, die Münze hier. Es ist ja immer noch die zweite. Ja, muss ja die Röhre noch am Anfang ja noch kommen irgendwo. Aber ich lasse die Igloos mal hier. Dann gehe ich nachher mal zurück. Extra. Oder wartet mal. Ah ne, wartet mal. Ja, ne, das macht ja keinen Unterschied, ne? Ja, dann werden wir mal ganz Schmidt wieder nach hinten schwimmen und die Wunderblume aktivieren. Okay. Hier oben war ja nichts, ne? Okay. Okay.
Oh, verdammt. Hier ist aber auch nichts. Haben wir nicht überhaupt nach da hinten geschwommen? Nee, ne? Doch, bin ich. Aber warte mal. Darf man die Wunderblumen überhaupt aktivieren? Ich habe nämlich so ein Gefühl, dass man das nicht darf. Warte mal. Ich werde jetzt nicht weiter schwimmen. Was ist hier unten? Okay. Man muss ja mittlerweile wirklich jeden Zentimeter an einem Level absuchen. Warte mal, ich aktiviere sie erstmal nicht. Gucke noch. Nee. Wie Mist ist das bitte schön? Na, warte mal, was ist, wenn ich jetzt... Kann ich nicht sogar zurückgehen? Tatsache. Ihr kleinen Schweine. Hey, nee, warte mal. Hä? Du bist der Klatschnass? Hier unten ist nichts. Muss doch irgendwo was sein. Das kannst du doch niemandem erzählen. Okay, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich glaube, ich werde euch die Münze doch einschneiden müssen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Naja. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Münze gefunden habe. Woher soll man das wissen? Scheiße! Okay, dann brauche ich das Video auch gar nicht mal zu schneiden. Weil ich dachte, man kann gar nicht in die Röhren, weil in den alten New Super Mario Bros. Time war es nämlich so, dass wenn die Strömung da war, dass du dann nicht reinkommst. Sie war stark wie eh und je. Hier ist halt nicht so stark und ich habe halt nicht dran gedacht. Alter. Wir sind es gleich wieder. Okay, hier wären wir auch wieder. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Scheiße war, aber... Ja, ich kann es nicht erklären. Naja, gehen wir weiter. Und... Erstmal hier zum Laden. Uns wurde eben, ja genau, von diesem Ding hier anscheinend geschwungen. Aber erstmal kaufen wir uns diesen Wundersamen hier. Wir haben ja genug Lila Münzen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch immer teurer wird von Welt zu Welt. Also müssen wir die Lila Münzen auf jeden Fall sparen. Und hier haben wir diesen Ausrufezeichen. Was macht ihr überhaupt? In den Leveln erscheinen Ausrufezeichenblöcke, auf denen du stehen kannst. Manche erhalten auch Items oder erfüllen einen anderen Zweck. Also ist es sowas ähnliches wie in Super Mario World mit den Schalterpalästen? Wenn ja, dann... Du Scheiße. Ist es dann nicht eigentlich klug, das immer anzuhaben? Oder gibt es dann da auch Nachteile? Wir lassen es mal an, weil ich kann mir vorstellen, dass wir das dieselbe brauchen, kann das sein? Naja, hoch hinaus mit den Fallschnäbeln. Dann werden wir mal hier sehen, was wir hier machen können. Ja, Tatsache, die werden hier sogar verwendet. Das sind neue Gegner. Die machen für uns diese Dinger breit. Achso, nee, die schießen die Dinger. Ah, okay. Ah, und die Ausrufezeichenblöcke, die beinhalten sogar was.
Okay. Interessant. Oh, diese Remix-Mucke von der Underground-Mucke, ne? Von Mario, ne? Ist so geil. Das hört sich so geil an. Oh, was haben wir denn hier? Ein neues Power-Up! Mit dem wir Seifenblasen schießen können. Wie geil! Das ist richtig nice. Ah, und die fangen Gegner ein und machen die zu Münzen. Ah, das ist doch richtig geil. Okay, da oben ist eine Münze. Da müssen wir hin. Okay, gut, dass ich den Gegner nicht Also doch. Ich hatte den gekillt, aber das ist anscheinend wieder respawned. Die braucht man ja anscheinend echt. Also sollten wir aufpassen, dass wir die nicht so häufig killen. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Ja, das solltest du. Ja, da bist du jetzt aber selber schuld, mein Lieber, dass du das Ding jetzt breit gemacht hast. Okay. Kann ich da drauf nicht... Ah, Tatsache, ich kann mir sogar einen eigenen Weg bauen, quasi. Mit so einer Absicherung, quasi. Gut zu wissen. Ja, weg hier. Ah, das Power-Up ist cool. Ist ja zwar vielleicht nichts Krasses, weil es so eine Ablehnung ist von dem... von dem blauen Yoshi, glaube ich, aus New Super Mario Bros. U. Aber so cool, dass man das jetzt endlich als normales Power-Up hat. Also kann man sich auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel in einer misslichen Lage befindet, kann man sich auch so mit Seifenblasen so einen Weg oder so bauen. Wenn man sich nicht sicher fühlt. Schon geil. Wow, oh Gott, da bin ich jetzt unvorsichtig gewesen. Aber die spawnen anscheinend immer wieder nach, okay? Also brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Warte mal, hier oben ist doch bestimmt was. Ja, hab ich doch gewusst. Und genau wegen sowas braucht man die. Anscheinend. Cool. Was ist das hier für Gegner? Wieder Schneckengegner anscheinend. War jetzt aber kein so großes Hindernis. Wie viele Seifen, das kann man nicht machen. Anscheinend unendlich viele. Ja, hallo! Hey! wird einfach erstochen, die Blume da oben. Okay. Hör mal auf damit! Ich finde die Blumen sympathisch tatsächlich. Keine Ahnung, warum die einige das so als nervig empfinden, aber ich finde sie total nice. Ist auch was Neues. Statt immer nur so ein Gameplay zu haben, wo nichts gesagt wird oder so. Naja. Oh, wie kommt man da an die Blume? Warte mal, wahrscheinlich mit den Seifenblasen, ne? Ah, das sagt, oh, da war sogar eine Münze drin. Okay, da habe ich sogar ein Glück, dass ich die jetzt noch gesehen habe. Was sonst hätten wir ein Problem. Okay. Jetzt gehen wir weiter nach oben. Gibt es eigentlich keine durchlässigen Wände mehr? Die fand ich eigentlich immer ziemlich geil. Aber anscheinend gibt es die nicht mehr. Schade. Weil die haben nämlich eigentlich Secrets immer so geil gemacht, aber... Vielleicht haben die Entwickler auch einen Ersatz. Mal schauen. Ah, und die ist die Wunderblume. Boah, was ist denn jetzt hier los? Ah, die schießen jetzt... Blasen anstand, diese Stangen. Cool. Sogar noch Regenbogen. Schön. Oh yeah! Ah, cool gelöst.
Müssen jetzt aber ganz vorsichtig wieder nach unten. Die Luft ist rein. Und zwar so richtig. Ja, richtig rein. Apropos frische Luft. Ich kann es gar nicht leiden, wenn in meinem Zimmer eine richtig beschissene Luft ist. Weil sonst kann ich echt nicht klar denken. Ich mache mein Fenster gelegentlich immer mal wieder auf. Bei der Aufnahme mache ich sie meistens zu. Manchmal mache ich sie auf, wenn man da eigentlich meistens eh nie was hört, aber ich will halt einfach nur mal sicher gehen. Von daher, ja, ne? Ja. Gut. Bye bye. Dann hätten wir dieses Level auch gemeistert. Und es bleibt sogar noch Zeit für ein weiteres, oder? Doch, Tatsache. Als wenn es denn noch eins gibt. Hier können wir anscheinend noch nicht vorbeigehen, oder? Nee. Okay. Dann gehen wir hier lang. Oh, da war eine Münze versteckt. Oh yeah. Achso, nee, geht schon in Level 2. Wisst ihr was? Dann werden wir den Part doch hier beenden, weil ich mag es nicht, eine weitere Welt anzufangen, wenn wir mitten im Part sind. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Deshalb liked, kommentiert und abonniert meinen Kanal. Das wäre sehr schön. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr von Super Mario Bros. Wonder verpasst. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!